Um mit dem Sturmsoldaten von Level 9 auf Level 10 zu kommen, müssen wir 80 Gegner mit Sturmgewehr der Schrotflinte töten, 10 mal 3 Gegner in weniger als 3 Sekunden, 40 Gegner mit Schrotflinte oder Sturmgewehr ohne zu sterben und 6 Gegner innerhalb eines Einsatzes der Kampfgeisttechnik. Ja, und um uns das Ganze etwas leichter zu machen, habe ich mir mal ein erweitertes Magazin gegönnt und vergessen einzubauen. Ja, und komm, da können wir hier auch gerade noch upgraden. Ist zwar nicht die Waffe meiner Wahl, aber ich habe auch geguckt, wo es die 416 gibt. Und die gibt es in der Shark Base. Das ist die Wolf-Basis, die ganz da unten ist. Da ist die, wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube, das ist die. Und ja, da wollte ich es nicht extra hin, nur um die Blaupause für die 416 zu bekommen. So, ich möchte gerne dort auf dem Dach landen. Ah, das ist der Ort, an dem wir schon mal waren. Allerdings waren wir das letzte Mal nachts hier. Irgendwas, 3 Gegner, 3 Sekunden. Ja, alles klar. Haben wir hier zufällig 3 Gegner? Ach, guck mal. Das waren die ersten. Zwei. Drei. Das waren mehr als 3 Sekunden. Verdammt. Sollte vielleicht doch auf Vollauto schalten. Scheinbar sind Feinde in der Nähe. Scheinbar sind Feinde in der Nähe. Das kommen die alle von da hinten. Wir sind beim letzten Mal da hinten rüber hergekommen. Eigentlich könnte ich mir auch dann gerade, da ich ja jetzt eben wahrscheinlich noch eine Weile hier mit dieser Waffe hier rumlaufe, kann ich mir eigentlich auch hier die entsprechenden Aufsätze draufknallen. So. Kurzer Lauf? Ja, nein, vielleicht. Na, ich lasse es mal. Auf die 416 würde ich mir einen kurzen Lauf machen. Aber ich lasse jetzt mal den langen Lauf hier. Nee, ich will einen kurzen Lauf, kommen. Wenn wir schon dabei sind, uns an eine andere Waffe zu gewöhnen, dann auch richtig. So. Nein, 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 nein. Habt ihr das gehört? Bam. Wir müssen sie nur noch finden. Bam. Bisher wurden wir noch nicht entdeckt. Das wundert mich ein bisschen. Und der Schatten da hinten an der Wand. Cool. Es wäre ja eigentlich schon fast einfacher, wenn die wüssten, wo ich bin. Dann würden die alle hierher kommen und auf mich schießen. Ich darf mich halt nicht treffen lassen, ne? Aber... ich sehe keinen mehr. Im Gebäude sind bestimmt noch welche. Gehen wir da runter. Ja, hallo. Da läuft einer. Irgendwo. Sieh nicht. Ach, da. Da haben wir 13. 14. Ja. 15.
Ich glaube, ich werde dann auch ab Stufe 10 vielleicht nur noch ein oder zwei Folgen pro Donnerstag bringen. Bei allen Klassen. Denn die Folgen werden doch schon sehr lang. Teilweise. Also wenn die Folgen jetzt wirklich zu lang werden, dann behalte ich mir das Recht vor, nur ein oder zwei Folgen vom Klassenlevel Let's Play zu bringen, anstatt drei. Denn sonst kriege ich das nicht in meinen Zeitplan unter. Hab ja auch noch eine Freundin und zwei Kinder. Und einen Vollzeitjob. Daher werde ich dann wahrscheinlich, oder würde ich wahrscheinlich da in Konflikt kommen, wenn die Folgen zu lang sind. Dann schaffe ich das nicht mehr, die rechtzeitig zu schneiden und, beziehungsweise ich schneide es eigentlich nicht viel. Aber je länger die Folgen sind, desto länger rendern die halt, ne? Desto länger brauchen die zum Rendern und zum Hochladen. Und zum Aufnehmen natürlich auch, ne? Einem dieser Gebäude gibt es... kleine... Gummieinhörner. Guck mal gerade, ob ich sie finde. Die rennen dann wahrscheinlich nur relativ nah. Oder war das nicht hier? Ich meine aber doch, das wäre hier gewesen. Nee, doch nicht hier. Tja, schade. Ist das hier nicht, wo es gelb war? Nee. Nee, ach. Gut. Also in dem Gebiet, wo Skell gefangen gehalten wird, oder wo Skell sich versteckt, da ist auf dem Gebäude, das auch solche Linien da hat. Das sind diese Einhörner. Hier oben sehe ich halt echt original fast gar nichts. Weißt du was, komm. 2-1 Risiko. Da kommt er. So, ein Vogel kommt sofort geflogen. Darkwing Duck. Rennen wir hier einfach mal total unachtsam durch. Und tun so, als hätten wir noch nie was von Scharfschützen oder dergleichen gehört. Oh, mein Magazin ist leer. Hab ich Glück gehabt. Auf zu leben. Darf halt nur nicht sterben. Noch 19 Kills ohne zu sterben. Drei Gegner in weniger als 3 Sekunden. Zählt da jetzt auch überfahren oder? wieder ein Erfahrungspunkt. Damit könnte ich mir eigentlich mal die Nachtsicht, Wärmesicht für die Drohne freischalten. Das wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Oh, hallo. Der hat mich erschreckt. Der hat mich erschreckt. Da habe ich doch glatt aus Versehen F gedrückt. Schön hier, ne? So an und für sich. Wäre das Militär nicht hier? Ja. Ich könnte mir gut vorstellen, auf Aurora zu leben. Halt ohne die ganzen machtgierigen, machtgeilen. Ich glaube, hier in dem Gebäude ist keiner.
Gehen wir nochmal runter. Was ist das für ein? Auch eine 516. Rita Dai. 416. Also wenn ich keine 416 suche, dann finde ich andauernd welche. Das ist im Leben keine 416. Wie ist das noch? Sasuke 12, also eine Saiga im Grunde. Sowas wie eine Saiga. Eine automatische Schrotflinte halt. Eine Kiste. Eine Mene Mist, das Rappeln in der Kiste. Eine Mene Mac. Und du bist weg. Warum sind so wenige Gegner hier? Ich hab doch auf Extrem stehen, oder? Alles Extrem, Elite, Gedöns. Aber das macht ja scheinbar nichts. Also nichts, was die. Es macht nichts, was die Anzahl der. Feindkontakt! Oh, hallo? Ah, jetzt geht's ab. Gehe in Deckung! Oh oh. Oh, das ist ein Dicker. Los! Hei. Hör auf mit deiner blöden Schrotflinte auf mich zu schießen. Ich hasse Schrotflinten, denn die sind, wenn man nicht aufpasst, auf Extrem im Immersive Mode, ein One-Hit-Kill. Da hält man nicht so viel von aus. Schwupp, bin weg. Der Scharfschütze. Ich hab ja gesagt, ich mach mal so, als hätte ich das Wort Scharfschütze noch nie gehört. Oh yeah! Jetzt geht. Ach Mann. Geht hier jeden Stein um. Wo steckst du? Ich hoffe, ich habe genug Munition. Ich steh damit! Dass der immer beim Gesicht nach rechts in Deckung geht. Ach, besser! Guck mal! Oder? Ach nein, ich wollte überhaupt nicht wechseln. In Ordnung. Feuer frei. Leg sie um! Dann. Da oben. Scharfschützenpunkt. Hui, das war knapp. Wollte gerade schon sagen. Ich sehe einen Sniper, der gleich schießt. Gibt's hier ein Fahrzeug? Jo. Mache ich nämlich auch mal einen auf. Oh, das ist platt. Sonst würde ich auch mal einen auf Stellungswechsel machen. Musik beruhigt sich langsam. Oh, mein Fehler. Mein Fehler ist, ich habe den Schalldämpfer noch drauf. Tja. Na gut, aber die Action ist vorbei. Alles ist klar. Nun, wo gehen wir denn dann hin? Da im Norden ist noch was. Also der Straße folgen quasi. Aber ein Auto wäre schon. Mehr schreit da. Ein Auto wäre schon cool. Oder der Heli, den ich jetzt da hinten stehen lassen habe. Irgendwo. Da unten wäre auch ein Auto gewesen. Aber das war ja platt. Stimmt.
aus! Ich mach mich mal ein bisschen bemerkbar. In Bewegung! Oh. Der Mann ist abgehauen! Lass sie nicht entkommen! Leg sie mal los! Aus den Augen verloren. Hörst du? Ja. Gut. Waren das die letzten? Könnte sein. Muss ich die in der Kampfgeisttechnik? Innerhalb eines Einsatzes der Kampfgeisttechnik, genau. Okay. Was hält diese Drohne denn aus? Alter Schwede. 41 Gegner insgesamt. Noch einen Gegner ohne zu sterben. Das müsste zu schaffen sein. Eigentlich. Schon zu weit? Ja. Da vorne, da wollte ich hin. Genau. Das ist es. Komm, den einen schnapp ich mir noch. Da habe ich zumindest mal ein Viertel der Anforderungen erfüllt. Zumindest wenn ich ihn finde. Steht unser Heli. Was war das denn? Peng, peng, peng. Da stimmt was nicht. Was war das denn? Ich suche immer noch, aber bisher erfolglos. Schiff! So, geht doch. Nice. Da steht auch ein Auto, aber ich glaube, das brauche ich für die paar Meter nicht. Aber wer redet schon von brauchen, ne? Oh, hallo. Schicker Wagen, ein bisschen gecrashed, ja. So ein Auto habe ich auch, in schwarz, mit Delta Company Logo obendrauf. Dazu muss ich allerdings nach Erewhon, um es zu rufen. Und das ist ziemlich blöd, denn mit dem Auto durch die Pampa zu fahren, und Erewhon ist nun mal in der Pampa, ja, da wird das Ding halt direkt geschrottet. Direkt verbeult. Was ein bisschen schade ist. Aber Fahrzeuge an Biwaks rufen ist halt lame. Haben wir einen Haufen? Hast du das gesehen? Nein, so ein Auto ist es. Oder war das so ein Auto? Ach, weiß der Kuckuck. Ich brauche... Wie viel? 6 Stück. Ich weiß auch nicht, wie lange die Technik genau anhält. Was muss man eigentlich machen, um die Technik aufzuladen? Nur mal so aus Interesse. Tötungen und dann Drohnenangriffer Schaden, Sprengladungstötungen und Tötungen auf kurze Distanz. Okay. Ich aktiviere es jetzt mal. Nach Afghanistan hatte ich monatelang Albträume. Das war schmutzige Arbeit. Sehe ich den nicht mehr? Verdammt! Oh Mist. Das war ein kalter. Naja, das hat ja nicht so gut geklappt. Also geht kein Risiko ein, bis wir sie haben. Hallo? Genau, würde ich auch so sehen. Geht kein Risiko ein. Was ist das andere noch? 3 Gegner in weniger als 3 Sekunden. Ja. Es geht halt am besten mit so Patrouillen, die so zu dritt da immer rumlaufen. Ist am einfachsten mit denen. Günther, Günther. Ich bin der neue Hausmeister. Ich
Ich sehe halt hier in den... What? Oh, Sniper. Das war die Sache mit dem Sniper. Und ich habe mir einen Knöchel verstaucht. Ich bin halt kein Parkourläufer. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich hab euch gerade befreit, ihr undankbaren Drecksäcke! Meine Fresse! Ja, die Zivilisten. Durch die kriege ich PTSD. Eine G36! Das ist eine G36! Ich bin nicht hin und her gerissen. G36 ist natürlich auch Liebe. Das ist eine G36! Ah, G36, komm her. Komm an mein Herz. Komm an mein Herz. Und da natürlich das Ding drauf. Ah, hab ich nur zwei Schäfte zur Auswahl. Den Standardschaft und den. Oh, komm. Why not? Und zwar bitte Auto-Einzelschuss und den Griff. Was war das andere denn da? Ach, die Unterlauf-Schrotflinte. Warum habe ich die mit diesem Charakter hier freigeschaltet? Ich habe mit diesem Charakter hier das Event noch gar nicht gemacht. Und jetzt wo ich sage, fällt mir auch auf, das hier war auch eine Belohnung von dem Event. Von dem letzten. Naja, gut. G36, was hat die noch für Statistiken? 57, ja, eine bisschen höhere Feuerrate sogar als die 516. Weniger Schaden. Jo, aber so alles in allem. Schönes Trommelmagazin. Ist halt nicht so stark jetzt, ne, wie die 516. Aber es ist halt eine G36. C. Beziehungsweise, Moment. Warum kann ich den Lauf nicht ändern? Tja. Dann ist es eben eine Fake G36C. Eigentlich wohl eher eine G36K, keine Ahnung. K wie keine Ahnung. Sowohl von mir als auch von den Designern, Entwicklern, die die Waffe benannt haben. Hauptsitz der Scale Foundation. Nächstes Ziel. Wow, ja, schwimmen noch mehr Auto. Die haben halt einfach gar keinen Grip. Ach, schade. Na toll. Ich hab den letzten nicht erwischt. Klasse. Manu. Jetzt wollte ich gerade gucken, ob das funktioniert mit... Oh, 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 Minigun. Ob das funktioniert mit Überfahren? Was haben wir denn hier? Einen verlassenen Hof. So, und ich habe komplett wieder die Orientierung verloren. Da drüben. Alles klar. Da sind wieder... Welche kommen? Jetzt aber! Hat das gezählt? Nein, es hat nicht gezählt. Also, Vermerk, überfahren zählt nicht als töten. Ach Moment, Hauptsitz des... Ach, das ist das, wo die... wo die Dinge sind. Eieieiei, die Karre schwimmt einfach. Schlimmer als Watch Dogs. 2. Ne, eins. Eins am Anfang, glaube ich, war das. Ich will die euch jetzt zeigen. Ich meine, ich habe das zwar schon mal gezeigt im Let's Play, aber... Da sind sie. Hier. Kleine Armee aus Einhörnern. Kann ich die mit der Drohne umfahren? Ja. Hui. Gut, so, wäre das auch erledigt.
Was ist los? Oh Gott! Was wollen Sie? Oh. Sniper auf dem Dach! Sniper auf dem Dach! Ich hab gerade mal wieder auf Einzelfeuer umgeschaltet. So, ich bin der neue Sniper auf dem Dach. Hallo. Ich bin der neue. Der neue vom Festland. Sehe ich hier natürlich keinen Gegner. Das gibt's doch gar nicht. Meisten sind da vorne, ne? Hey, das war knapp. Das hätte genauso gut können, Bauchplatscher auf die Kante geben. Ich weiß, dass da drin Gegner sind. Ich weiß aber nicht, wie viele. Schleich mal durch die Bücher. Gut, es hat gereicht. Vollauto wieder. Der Feind ist in diesem Gebiet. Seid wachsam. Aufpassen, wir sind nicht allein. Roger, wenn sie kommen, schaltet sie auf. Ich wechsle dauernd zwischen den Feuermodi hin und her. Kann ich da runter? Zum Skell-Versteck? Theoretisch kann ich das. Shit. Meine Waffe ist leer! Shit! Ich konnte nicht mehr schießen. Die Waffe ist leer. Ich habe scheinbar keine Munition mehr. Nun. Ich brauche Munition. Müsste eigentlich wieder Munition aufgesammelt haben, ja. Einmal Wärmebild. Lade nach. Eieiei, so. Hinter den Tisch setzen. Was war das denn? Ein Leck war das. Erstmal verarzten. Eieiei! Immerhin haben die drei Gegner in weniger als 3 Sekunden gezählt. Oh, das war. Das Verbinden war sehr viel schneller erledigt, als ich dachte. Aber warum konnte ich. Naja, was soll's. Frag nicht weiter nach. Guck trotzdem nochmal. Was haben wir hier? Wir haben immer nur 5-16er dabei. Weiß der Kuckuck. Warum? Das alle hier? Hier drin waren auch irgendwo Wolves. Also zumindest hier. Hier waren Wolves drin, zumindest in der Hauptmission. Aber hier jetzt offenbar nicht. Gut. Wenn ich jetzt aus dem Hintereingang raus könnte, das wäre cool. Kann ich aber nicht, obwohl es blau leuchtet. Das ist gemein. Muss ich wieder komplett außen rum. Oder ich gucke, gibt es da vielleicht irgendwo einen
Ich könnte zu dem Biwak dann dieses Gebiet hier nochmal machen. Oder hier. Also ich habe jetzt ehrlich gesagt echt keine Lust mehr, nochmal da komplett da durch die ganzen Gänge rauszulaufen. Also einfach mal schnell reisen. Mit dem positiven Nebeneffekt, dass die ganzen Gegner respawnt sind. Und ich mich mal kurz ans Biwak setzen kann, um die Munition aufzufüllen. Und vielleicht gerade nochmal ein paar Spritzen und Bandagen herzustellen. So, gut. Das war's. Weiter geht's. Das Gebiet ist da drüben. Da oben habe ich die Mission, die Folge hier begonnen. Oder war das die letzte? Ne, ich glaube, es war diese Folge. Die letzte Folge habe ich am Fallschirm hängend begonnen, oder? Ich glaube schon. Die Folge war so lang, dass ich mich gar nicht mehr dran erinnere. Und diese Folge wird scheinbar auch etwas länger. Aber nicht so lang wie die letzte vielleicht. Da war keine Drohnen suchen müssen. Sind wir noch im Nahkampf? Nee. Was zum... Gut. Das waren mal wieder drei. Da hinten. Ich aktiviere jetzt einfach mal die Kampfgeisttechnik. In der Hoffnung. Oh, da. Kontakt, Kontakt! Jawohl, es hat gereicht. Nice. Drauf, Leute. Habt ihr gehört? Ich verbarrikadiere mich jetzt einfach hier. Dann guck mal, was da drin ist. Keine Ahnung, was drin ist. Ich habe ja die Meldung aus. So. Also wir haben es fast geschafft. Noch 11 Gegner. Und noch 5x3 in weniger als 3 Sekunden. Schalldämpfer ab. Ist halt echt schade, dass die G36 so schwach auf der Brust ist. Obwohl das in Wahrheit gar nicht ist. Die ist bestimmt im Spiel nur deshalb so schwach auf der Brust, weil sie so eine hohe Feuerrate hat. So balancing-mäßig. Wer schießt da auf mich? Ohne Ton. War nicht so gut. Gut, dass ich Bandagen hergestellt habe. So, sind wir da noch mal fit. Ja, dann mach mal, dass ich sterbe. Mach doch! Konzentration. Ihr habt ja nichts drauf! Ihr könntet mich hier oben so einfach wegmachen. Kommt einfach zu sechs hier angerannt. Auf einem Haufen. Damit die Mine euch erwischt. Und dann ist gut. Oder werft eine Granate hoch.
dass ich die nicht schießen höre von außen. Das eventuell könnte realistisch sein. Dann dürfte ich aber auch die Schreie nicht hören. Oh, stirb doch selbst, Mann. Ich bin schon genug gestorben. Ja, genau, komm hoch. Tu da keinen Zwang an. Leg mich mal hin. Ich bin doch kein Räucherstäbchen. Ich geh in Deckung! Ich knöpfe sie mir vor. Okay, holen wir sie uns. Der Typ mit der Schrotflinte da unten, ne? Der andauernd schon schießt, bevor er mich sieht. Mein Pre-Fire ist in Ordnung, aber nicht, wenn er gar nicht weiß, dass ich da bin. Also, wo ich genau bin hier. Holt euch diese Wichser! Los, er schießt mich gleich von unten ab und ich bin komplett tot. Nia! Ich bin nur einer! So, wo sind die denn hingerannt? Sag mal. Wollt euch doch verarschen. Ja, wozu brauchst du denn Deckung? Abhauen tut er, mehr macht er nicht. Ich gehe jetzt raus, wenn ich sterbe, sterbe ich halt. Guck mal, da sitzt er. Da kommt Heavy angerannt. Und der läuft unten. Holt euch diese Wichser! Konzentration! Weiter so! Bleib in Deckung! Holt sie los euch! Los jetzt! Ich gehe in Deckung! Legt sie um! Unser Team ist Augen auf, Amriss! Das war ein Blick! Oh, hallo! Oh Gott! Ich lade das! Alter Schwede! Ich wollte ihn im Nahkampf nehmen und dann hat er mich mit der Schrotflinte erwischt und ich bin nur dran vorbeigehumpelt. Okay, tot. Ich denke nicht, dass wir hier nochmal lebend rauskommen. Ich habe nämlich nur noch eine Bandage. Ich meine, es ist ja jetzt nicht das Let's Play, ne? Das heißt, ich könnte eigentlich rein theoretisch auch jetzt hier aus dem Inventar raus craften. Spritzen haben wir auch keine mehr. Könnte ich eigentlich machen. Gut, wenn wir sterben, werde ich's machen, aber. Jetzt erstmal nicht. Nicht so mitten im Kampf. Ich weiß nicht, ich finde das doof, dass es überhaupt geht. Ich habe auch laut geschrien, als diese Funktion eingebaut wurde. Weil früher konnte man tatsächlich nur am Biwak craften. Und dann haben sie das geändert. Die kommen nicht hier rein. Ich weiß nicht, was die haben. Sorry, Mick ist tot. Vielleicht soll ich die Minen da vorne hinlegen. Ich verschwinde auch. Meine Güte. Ich habe keine Bandagen mehr. Aber die Kampfgeist-Technik ist wieder aufgeladen. Ich habe den nicht gesehen. Ich habe nicht gesehen, wo der war. Ich habe einfach blind gefeuert. So, wie viel brauchen wir noch? Drei Gegner generell und fünf mal drei in weniger als drei Sekunden. Also 15. Schalldämpfer wieder drauf. Nicht vergessen. Stehen da hinten zufällig wieder welche?
So, das war einmal. Und jetzt noch viermal drei Gegner. Hat das gezählt? Nee, war wohl ein Tick zu langsam. Ohohoho. Jetzt habe ich ihn erwischt. Weißt du was? Lass mich an die Minigun. Komm. Wie komme ich denn jetzt an die Minigun hier? Komm, lass mich an die Minigun, Mann. Ah, toll. Das war nix. Ah doch, war was, tatsächlich. Hier bin ich! Ich habe auch eine Minigun, allerdings trifft meine nicht so gut. Tja, hätte ja klappen können. Aber die streut halt viel zu viel. Was haben wir denn da vorne? Noch zwei Gegner. Ich weiß, mir fliegen gerade die Kugeln um die Ohren. Scheiße! Oh! Hat's gezählt? Nein, natürlich nicht. Hat wieder zu lang gedauert. Und wisst ihr, warum es nicht gezählt hat? Weil der eine noch lebt. Verdammt. Der eine lebt noch. Hört ihr ihn rumstöhnen? Der lebt noch. Das war einer zum Verhören. Verdammt! Und nochmal Bandage. Kaum noch 4x3, Mann. Das wird doch zu schaffen sein. Ich den Minigunner zuerst nehme. Schaffe ich aber nicht. Oder? Doch. Das ist oh, zu lang, zu langsam. Toll. Ich kann nicht weiter zu versuchen. Magazin leer, das ist auch wieder nichts. Alter. Ich glaube, nee, doch nicht. Das war Munitionsverschwendung. Ah, jetzt ist die Waffe leer. Toll. Hey, meine Waffe ist leer. Könnt ihr mich mal bitte? Danke. Jetzt kill mich doch einfach, Mann. Ganze Waffe verballert. Mich jetzt töten zu lassen war einfacher als jetzt irgendwie auf Teufel komm raus noch aus der Situation noch was rauszumachen. Vor allem sind jetzt meine Sachen nochmal aufgefüllt. Und die Gegner sind wieder da. Vielleicht sollte ich einfach wirklich an der Straße entlang fahren und bei Dreierpatrouillen aufhören, anhalten und auslöschen. Ah, aufstehen dauert zu. Wo ist der hin? Der ist weg. Ah, toll. Da ist er. Weißt du was, komm, Schalldämpfer ab. Hallo? An alle Einheiten, nein, Funker, nein, aus, pfui. Oh, Heilige. Du überfährst mich nicht diesmal. Böses Gegner. Oh, oh, oh. Hey, Digga.
Damit habe ich nicht gerechnet. Ich weiß, dass du da bist. So wird das nichts, ne? War da nicht noch einer? Ich hab den doch gehört. Gut, ich muss das auf jeden Fall taktischer angehen. Ja, so wird das nichts, sonst sitzen wir in einer Stunde noch da. So taktisch, wie ich das am Anfang gemacht habe. Meine Geduld ist jetzt leider schon ein bisschen strapaziert. Das ist jetzt die dritte Folge, die ich aufnehme. Und ja, läuft schon eine Dreiviertelstunde jetzt. Und ja, die vorherige Folge lief schon fast eine Dreiviertelstunde. Und die Folge davor 20 Minuten. Ja, ich bin ein bisschen an der Belastungsgrenze. Schalldämpfer. Ich könnte auch die Gasgranaten benutzen eigentlich. Regenbögen und Freude. Kann's kaum erwarten, auch ein Minigunner zu werden. Der Typ hat's geschafft. War das? Mann, es war auch so langsam. Weißt du was? Komm. Mir reicht's jetzt. Ich schnapp mir jetzt den Heli. Such mir eine Patrouille. Und dann mache ich die Patrouillen weg. Oder solche Krüppchen da. Die gehen auch gut. So, einmal. Das hätte ich direkt so machen sollen. Ich könnte das andere jetzt rausschneiden, aber da müsste ich ja schneiden. Ich schneide nicht so gern. Tatsächlich. Ich glaube, ich übersteuere manchmal. Kann das sein? Da haben wir eine Patrouille mit nur zwei Gegnern. Das ist schade. Hier gibt es doch bestimmt noch welche, oder? Ich meine, hier waren wir schon mal. Ach, naja, ich habe hier halt keine richtigen Wildots, ne? Die Gegner sind alle ziemlich weit weg, die kriege ich nicht so schnell, die Entfernung. Schauen wir mal, wo wir noch eine Dreierpatrouille haben. Ich meine, die Patrouillen am Straßenrand, die sind eigentlich immer mindestens zu dritt, manchmal zu viert oder zu fünft. Da drin gibt es, glaube ich, auch noch eine. Das sind keine Patrouille, aber relativ nah beieinander stehende Gegner, die man gut treffen kann. So, wir haben da einen, der steht und einen, der steht. Eins, zwei, drei. So. Scheiße! Der wurde umgelegt! Wir haben. Eins, zwei, drei. So, noch einmal. Und dann haben wir's. Aber die kriegen wir, glaube ich, nicht hier.
habe einfach ihre Freunde getötet und hau jetzt ab. Psychologische Kriegsführung. Oder war da noch ein... Ah. Machen das einen noch safe und dann haben wir's. Was haben wir denn da? Ah, toll. Wobei, die Drohne zählt ja auch als Gegner. Ich muss halt... Ich musste die halt... Richtig... Hä, wo sind die? Sind sie weg? Wo ist der andere? Schaltet sie aus! Ah, toll. Das war ja mal gar nichts, das da. Hab sie einfach nicht mehr gefunden. Ist ja das letzte, ne? Ja, genau. Schalala. Wie viele Gegner haben wir hier? Zwei nur, ne? Ja, die bringen uns nichts. Aus dem Weg, Wildschwein. Sonst mache ich Lederschnipsel aus dir. Da vorne ist das... Bivak. Oh, drei Gegner im Auto zählen auch, oder? Das sind aber nur zwei. Schade. Ah, oh, guck mal, eine 6er-Patrouille. 5er oder 6er? Auf jeden Fall genug. 5er-Patrouille. Kein Schalldämpfer ausgerüstet. Bam. Und damit sind wir auf Stufe 10. Nice. Sehr nice. Das war ein harter Grind.